So Leute, willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops 1. Wir drücken auf Fortsetzen und legen los. Haben ja hier mittendrin aufgehört. Mal wieder. Sieht ja schon mal geil aus. Sie erhielten eine Freigabe und wurden ins Pentagon beordert. Jason Hudson war mein neuer Kontakt. Da wären wir. Wieso das Pentagon? Hudson konnte es mir nicht sagen. War streng geheim. Ihr Konvoi ist bereit, Sir. Willkommen im Pentagon. Wir sind spät dran. Geil. Minister McNamara. Ihr Ruf eilt Ihnen voraus, Sir. Geben Sie Gas. Unsere nationale Sicherheit ist akut gefährdet. Er kennt keine Angst, kein Gewissen, keine Schwäche. Sein Name ist Dragonfish. Wie ich höre, kennen Sie sich bereits. Wann soll ich ihn töten? Gut, dass Sie wieder da sind, Mason. Der hohe Besuch. Er ist hier. Sie schienen uns zu beobachten. Mich zu beobachten. Damals konnte man niemandem vertrauen. Manchmal nicht mal sich selbst. Deshalb sind wir hier, Mason. Um herauszufinden, ob wir ihnen trauen können. Rund um die Uhr. Wir haben sie die ganze Zeit beobachtet. Das ist unmöglich. Ich war im Pentagon. Sofort, Sir. Freigabe Prospero. Krass nachgestellt. Gut genug. Finde ich cool. Ich erinnere mich. Ich habe jemand Zahlen gehört. Und bekam sie nicht aus dem Schädel. VIPs. Erwartet. Irgendwas hat an mir genagt. Das Nervenzentrum. Ich irre wohl nicht, wenn ich sage, dass die Zivilisation von hier aus schon mehrmals gerettet wurde. Ich weiß nicht. Es fühlte sich an wie im Traum. Ich kann immer noch links steuern, ey. Stieg aus der Dunkelheit. Geil. Schritt 3. Feuerregen. Sie näherten sich ihrem Ziel. Steht es hat funktioniert. Überwältigend, nicht wahr? Noch nicht. Sie, Korax. Diese Zuflucht wurde 1943 gebaut. Sie wird nur selten benutzt. Danke, Herr Minister. Viel Glück, Mason. Mr. President? Agent Mason. Ist mir eine Ehre, Mr. President. Setzen Sie sich. Ernsthaft? Kommunisten sind eine große Bedrohung. Unsere Freiheit und Lebensweise stehen auf dem Spiel. Dragovic. Man sagte mir, Sie seien der Beste. Überall. Der werden Sie sein müssen.
Mr. Mason, kümmern Sie sich darum. Ich komme jetzt nicht auf den Namen vom Präsidenten. Mein Gesicht kommt mir sehr bekannt vor. Ich weiß jetzt nicht. Ich komme nicht drauf, sorry. Schreibt es mal unten in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ich komme es nicht drauf, ey. Ein Zeichen vom Weaver. Wir müssen los. Wachsam bleiben, Mason. Geht mir. Na los. Whisky, komm zurück. Los, X-Ray. Soyuz 1 startet gleich. Sind unterwegs. Over. Roger. Uns rennt die Zeit davon, Mason. Na los. Ja, bleib nicht stehen und geh. Na, ah, war gerade ein Lack. Nein, 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 da ist was faul. Es ist viel zu viel los. Yankee 1-3, Bericht. Yankee 1-3, Bericht. Vivat Funkstille. Mal sehen, was da draußen ist. Der Countdown läuft schon. Da ist die Soyuz 2. Sie startet 10 Minuten nach der Soyuz 1. Da vorne ist die Kommandozentrale. Mason, Aktivität auf der Straße. Sieh's dir mal an. Scheiße, es ist Weaver. Er ist aufgeflogen. Ihr Kollege will mir seine Anwesenheit in dieser Anlage nicht erklären. Wer ist das, verdammt? Ergeben Sie sich. Wir behandeln Sie angemessen. Das ist Kravchenko, die rechte Hand von Dragovic. Das ist die einzige Warnung. Wir können nichts machen, Mason. Weaver hat's erwischt. Ich weiß. Sie haben die Wahl. Das ist nicht gut. Verdammte Scheiße! Team Whiskey schon in Position? Roger, X-Ray. Whiskey hat die Straße im Visier. Weaver haben sie erwischt. Die Basis wird alarmiert sein. Position halten. Wir sind unterwegs. Roger. Okay. Los geht's. Zwei Männer gehen jetzt einfach in die Basis da rein. Nee, ist klar. Helikopter im Anflug! Bewegung! In Bewegung bleiben. Alles gut. Los geht's. Wir brauchen diese Uniformen. Ich nehme den am Boden. Nimm du den anderen. Mach ich. Schaffen
schaffen wir sie weg. Was Rettung wichtiger als ihre Mission zu erfüllen und Dragovic zu töten? Weaver war Russe. Aber er war in Ordnung. Ich hoffe, du kannst seit Vorkuta etwas Russisch messen. Will ich hoffen. Wir müssen Weaver retten. Nicht schießen. Wir bleiben inkognito. Hey, steuert das Aschub. Собаки погладь. Ладно, будьте начеку. Если чертовы псы будут брехать, пристрелите их. Да, да. Alles gut. Brooks and Bowman, Mr. Yeah, richtiger russischer Experte. X-Ray, hier Whiskey. Feinde in Sicht, schalte sie aus. Vorwärts! Was ist mit Weaver? Er ist aufgeflogen. Wir fahren wie geplant fort und hoffen auf eine Gelegenheit. Okay, los geht's. Stop, es geht! Повышение давления. 20-12. Unauffällig bleiben. Das ist der Movit? Нет. Вспомогательная система должна вспомогать любые колебания. Ты уверен? Эй, у нас проблема. Охрана квадрат не выходила обратно. И выходить на связь. Ich glaube, sie haben die Leichen gefunden. Nein, alles gut. Was sie machen. Kommandozentrale voraus. Scharfschützen auf dem Dach. Vorne sind ein paar Männer. Okay, Bob, Brooks, kümmert euch um sie. Unes Problema. Zum Neu. Bereit? Jede Etage sichern, bevor es weiter hochgeht. Ich schalte den Funk aus. Los! Scheiße, wir sind erledigt! Dann mach ich's alleine. Ziel ausgeschaltet. Sowieso besser. Werde ich nicht immer beschossen? Da wahrscheinlich. Mason! Mason, komm rüber! Armbrust, Explosivpfeile, sofort! Ich sichere die Leiter! Feind nähert sich von Norden. Wir sind festgenagelt. Wir haben Gesellschaft. Sie sitzen fest. Schalte die Fahrzeuge aus! Truck, aufpassen! Ihn hat's erwischt. Oh,
Boom. Die Schüsse erregen Aufmerksamkeit. Die Arschlöcher sind auf dem Rückweg. Ich halte die Stellung. Schieß! Beeilung, Mason! Los, los! Bam, bam. So macht's einer. So macht's ein Profi. Recht sicher. Schaffst du die Mission noch, Weaver? Tun wir's. Also dann lebt er noch. Ich bin aufgeflogen. So viel zum Thema Schleichangriff. Plan B. Uns bleibt vielleicht noch genug Zeit, den Start zu stoppen. Wir müssen zum Zweitbunker. Sie retteten ihn. Dann mussten sie die Ascension-Gruppe finden und die Wissenschaftler töten. Nein. Töten musste ich. Dragovic. Wir sind aufgeflogen. Weg mit dem Balaklavas. Mason, hier nach. Ja, bin schon da. So gut wie. Das wird ein schwerer Kampf. Ja, ich bin zu schlecht. Zu weit entfernt sind die. Feind beim Geländer gesichtet. Beim Geländer, Ziel. Schießt, Soldat! Beim Geländer! Ziel! Richtige Maschine momentan, ne? Du wirst getroffen! Ihn hat erwischt! Ziel ausgeschaltet. Mason, ein Loch in die verdammte Mauer. Bereit! Wir müssen die Rakete um jeden Preis zerstören! Zu spät! Stoppen unmöglich! Baumel, Plan B, tu's jetzt! Das klappt bestimmt. Hochjagen, Mason! Los! Ach so. Ja, man kann nicht alles perfekt machen. Keine Ahnung, ich habe die Rakete auch nicht gesehen, deswegen. Bereit. Ja, die sind alle schon tot. Aber das waren wir nicht. Wir müssen die Rakete um jeden Preis zerstören. Zu spät! Stoppen unmöglich! Baumann, Plan B, tu es jetzt! Hochjagen, Mason! Los! Wie? Wie? Ich bin durchgeflogen! Wie geht denn das denn? Ich bin einfach durchgeflogen. Wie beschissen ist das denn? Mason, ein Loch in die verdammte Mauer. Bereit! Naja. Wir müssen die Rakete um jeden Preis zerstören.
Zu spät! Stoppen unmöglich! Baumann, Plan B, tu es jetzt! Los, jagen Mason! Los! Oh, Alter! Boah, ist die schwer! Alter, das ist eine richtig harte Steuerung. Eieieiei. Manometer. Mason, ein Loch in die verdammte Mauer. Das hätte eine härtere Steuerung als Gran Turismo 1 für die PlayStation 1 zu spielen, ey. Jetzt aber ernsthaft. Das ist richtig, richtig lang. Richtig schwer. Zu spät! Stoppen unmöglich! Also wahrscheinlich muss ich da, wo die rote Fläche ist, so muss ich wahrscheinlich da hin. Boom!